herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Calling weiter. Ich lade den Spielstand. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich versuche das Ganze jetzt schon zum dritten Mal zu starten. Ich musste zweimal wegen Wesker abbrechen. Das ging gar nicht. Also er ist mir da irgendwie vorm Fernseher rumgetanzt und so weiter und so fort. Und irgendwo ist dann auch bei mir eine Grenze. Und dann denke ich mir so, ach komm, dann halt nicht. Und dann mache ich halt erstmal was anderes. Gut, okay, jetzt bin ich also wieder mittendrin im Spiel. Und, oh. Da oben hat wieder irgendjemand was hingekritzelt. Ich weiß mittlerweile dank Campers Death, dass diese ganzen Schriftzeichen und so, die es hier überall im Spiel verteilt gibt, dass sie tatsächlich etwas bedeuten. Auf Japanisch halt. Sogar teilweise pseudo-gruselige Botschaften und so, wie man sie halt aus anderen Spielen auch kennt. Wenn irgendwelche verstorbenen, halb verstorbenen Menschen da noch irgendwas schnell an die Wand kritzeln oder so, weil sie ja nochmal ihre ganzen Poesie freien Lauf lassen wollen oder ich weiß es nicht genau. Ja, wie dem auch sei, nett. Schade, dass es nicht untertitelt wird für uns arme deutschsprachige Leute, aber trotzdem nett. So, jetzt war ich vorhin schon, als ich versucht habe, die Aufnahme zu starten, hier drin. Deswegen weiß ich jetzt so ungefähr, was tatsächlich dahinter lauern könnte. Achtung! Ja. Wir sind hier nicht gänzlich alleine. Irgendwer oder irgendetwas verbirgt sich hinter diesem Vorhang. Und wenn ich jetzt versuche, denn vorher wegzuziehen, wird mir gesagt, dass ich das nicht kann. Im Inneren wird ein Krankenhausbett aufbewahrt. Ja, ach nee, Rin. Irgendwie ja nein und ja doch und irgendwie und überhaupt und sowieso. Ich kann nicht nach ihren Füßen krapschen. Ist vielleicht auch besser so. Ist in dem Moment einfach so. Ich weiß nicht genau, ob noch was passiert, wenn ich den Raum versuche zu verlassen. Weil so weit war ich vorhin noch nicht. Ich fand's nur ein bisschen seltsam, offen gesagt, dass es wieder so eine Sache ist, mit der man als Spieler komplett allein gelassen wird und die Rin dann einfach mal betont gelassen hinnimmt. An das Schränkchen dort hinten komme ich übrigens nicht dran, weil da so ein Klappstuhl im Weg steht, den man natürlich nicht beiseite räumen kann oder so. Ja, war nett und so, ne? Ich lass dich dann mal wieder alleine da drin herumwandern. Der Geist ist halt nicht besonders gesprächig. Kann es natürlich auch geben. Muss mir ja auch nicht zwangsläufig sein als Geist. Also, wer... Wow. Wer sagt denn auch schon, dass alle Geister dieser Welt gesprächig sein müssen? Oder? Also, ich finde ja irgendwie, dass das nicht unbedingt so sein muss. Gut. Dann sind wir also hier hinten. Wir können hier noch einen unerforschten Bereich erforschen, aber offenkundig erst, wenn wir hinter den Tresen gegangen sind. Und drum werden wir dies an der Stelle dann auch einfach mal tun. Ansonsten scheint ja hier nichts weiter zu sein. Die Uhr ist bestimmt stehen geblieben. Die Bücher sind irrelevant für Rin. Und die Tür lässt sich nicht öffnen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das ist dann immer so ein extrem dämliches Gefühl. Übrigens ein extrem anderes dämliches Gefühl ist die Tatsache, dass ich meine Hand die ganze Zeit sehr komisch halte, um mit der Wii-Fernbedienung hier herumzuleuchten. Prinzipiell ist es ja okay, Pointersteuerung und so. Ja, ja, man kann sich dran gewöhnen. Eventuell gewöhnt man sich auch tatsächlich dran, wenn man ein bisschen länger mit der Wii spielt und so. Aber wenn man die ganze Zeit so den Arm nach oben hält, das macht nicht wirklich Spaß. Jetzt habe ich meinen Arm mal ein bisschen auf meinem... Ich habe ihn mal so hingelegt, quasi auf mein Bein. Ich hoffe sehr, dass das gut geht. Anscheinend fehlt die Energieversorgung. Im Fahrstuhl wäre ich jetzt irgendwie auch sowieso als allerletztes hier reingegangen. Aber vielleicht geht's auch nur mir so. Das ist schon eine kleine Küchenzeile oder irgendwie sowas zu sein. Sie ist verbogen und kann nicht geöffnet werden. Vielleicht haben die Schwestern hier irgendwie ihren Kaffee gekocht oder irgendwie sowas in der Art.
Man weiß es nicht. Es scheint hier noch Küche, tatsächlich. Komme ich in die Toiletten rein? Oder nicht? Jungentoilette schon mal nicht. Mädchentoilette auch nicht. So, jetzt ist die ultra spannende Frage, nachdem wir dieses Stockwerk hier erkundet haben, wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten oder wir hätten die Möglichkeit, mit einer Telefonnummer uns wahrscheinlich wegzubringen. Oder jemanden anzurufen? Weiß ich nicht so genau. Oder wir schauen uns erstmal noch ein bisschen weiter im Krankenhaus um, weil sich hier ja eventuell noch irgendwo etwas verstecken könnte, was extrem doof klingt im Horrorspiel. Deswegen versuche ich es zu umschreiben. Es könnte hier noch irgendwo etwas Nützliches herumliegen, was uns das weitere Vorankommen unter Umständen stark vereinfachen könnte. Deswegen macht es doch vielleicht tatsächlich unglaublich viel Sinn, wenn wir hier in das obere Stockwerk gehen und hoffentlich etwas Entsprechendes finden. Oder so. Es ist für mich immer noch schwierig bei diesem Spiel. Also mittlerweile habe ich ja gemerkt, dass der ein oder andere von euch das vielleicht so bedingt nachvollziehen kann, warum das unter Umständen hier unheimlich sein könnte. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt wirklich ein anderes... Was? Achso, die Gesichter an den Wänden. Die ist verschwinden. Ja. Habt ihr cool gemacht, Leute. Habt ihr sehr cool gemacht. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ja. Ich hab mich unheimlich darüber gefreut. So, was ist das hier? Essensraum. Oder irgendwie sowas in der Art. Ja, ich glaube, der eine oder andere kann es von euch vielleicht mittlerweile tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. Warum ich so ein gespanntes Verhältnis mittlerweile mit diesem Spiel habe. Ein Verkaufsautomat, der Essensmarken verkauft. Ich weiß auch nicht. Es erschien mir so wie eine lustige, lockerleichte Idee, das Spiel zu Let's Playen. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und jetzt auf einmal, nach ein paar Parts merke ich, wie das Ganze schwierig wird. Schwierig. Einfach das Ganze zu kommentieren, beziehungsweise man ist selber die ganze Zeit gespannt, weil man irgendwie hinter jeder Ecke eine neue Abscheulichkeit vermutet oder so. Aber nö. Hier bringst du deine gebrauchten Teller. Das ist cool. Und genau deswegen, das ist so, auch nichts zum Durchlesen. Dieser Raum ist vollkommen irrelevant. Aber schön, dass es ihn gibt. So. In diesen oberen Räumen, auf der linken Seite haben wir ja auf der, auf der Karte gesehen, dass da nichts ist. Deswegen gehen wir jetzt hier immer nur rechts gucken. An den Raum hier kann ich mich sogar dunkel erinnern. Haha, dunkel. Aber auch nur wegen dem Fernseher dort hinten in der Ecke. Ist so das Coolste hier, quasi. Ein Verkaufsautomat, der aber nicht funktioniert. Woher willst du das wissen, Rin? Ich wette, du hast kein Kleingeld mit. Das ist jetzt nicht unbedingt das allererste, was man zumindest in eine Anderswelt mitnimmt. Geht aber auch vielleicht nur mir so. Warum kann ich mich nicht näher... Die Jalousien sind abgefallen. Ich kann mich nicht näher an den Fernseher heranbewegen. Doch, kann ich. Aufgrund der Jalousien, wollte ich gerade sagen. Ist aber nix drin. Alter Videorekorder. Bestimmt kein DVD-Rekorder. Und ansonsten ist hier einfach mal nichts. Hier hinten ein paar Computer. Da sind zwei Computer. Ja, das stimmt. Da sind zwei Computer. Auch das stimmt. Halt, Moment. Du hast Memo eines Streuners 8 erhalten. Nein, sie wurden einfach von einer Wand verschluckt. Sie griff sich die Fremden und ich habe versucht, sie zu retten, habe es aber nicht geschafft.
Ich habe versucht, sie wegzuziehen, aber sobald ich die Wand berührte, wurde mir für einen Moment rot vor Augen. Danach begann ich zu zittern. Und ich konnte nichts tun. Ich bin mir sicher, dass ich sie nicht berühren sollte. Ich sollte nicht mal in die Nähe kommen. Ich muss hier raus. Die Wände? Meint ihr die Wände, die wir gerade gesehen haben? Also, die Wände mit den lustigen kleinen Gesichtern? Eventuell? Aber, wow. Muss hier alle Nase lang immer irgendwas runterfallen? Hier arbeiten die... War das Ding die ganze Zeit schon da? Hoffentlich. Hier arbeiten die komischen Krankenschwestern überhaupt, die alle Nase lang überhaupt was fallen lassen. Da kann man ja gar nicht gesund werden hier, wenn man überall Stress und überhaupt und sowieso. Der Raum dort links könnte was beherbergen. Ich weiß nicht, auch der Anblick einer Speicherkatze. Sorgt nicht zwangsläufig für Entspannung bei mir. Da war jemand irgendwie mit den Behandlungsmethoden in diesem Krankenhaus ein bisschen unzufrieden, könnte ich mir vorstellen. Das hat jetzt übrigens gerade ein bisschen sehr viel von Dead Space. Erinnere ich mich auch noch mit Freuden an... Handabdruck. Erinnere ich mich auch noch mit Freuden an so eine Stelle, wo jemand die ganze Zeit mit dem Kopf irgendwo gegengedonnert ist. Die Person hatte allerdings noch gelebt. Das ist dann so ungefähr der Unterschied zwischen Calling und Dead Space. Die Interaktion mit Lebenden ist hier relativ gering. Wir hatten Shin kurzzeitig mal getroffen. Wir hatten Mitsuko? Ich hab seinen Namen vergessen, den Journalisten. Den hatten wir getroffen. Aber das waren ja, diese Leute waren ja alles, aber ganz bestimmt nicht unsere Feinde, sondern eher, ja. Ach ja, genau, und die alte Frau hatten wir auch noch getroffen. Das waren ja eher bedauernswerte Gestalten, die in derselben dämlichen Lage saßen wie unsere Wenigkeit. Anscheinend fehlt die Energieversorgung. Und dementsprechend konnte man ziemlich gut mit der Situation hier umgehen. Ich frage mich, wie weit das geht. Okay. Hier ist also was offen. Auch interessant. Ich finde es aber nicht schlecht. Also sagen wir es mal so. So von der Warte des Erschreckens aus, dass man hier weitestgehend seine Ruhe hat vor anderen lebendigen Lebewesen. Ich würde es so super, super gruselig finden, wenn hier einfach NPCs herumlaufen würden oder so. Stellt euch mal vor, man untersucht irgendwie diesen Tresen hier oder irgendwie was in der Art, im schwachen Schein der Taschenlampe, und auf einmal kommt da von links aus dem Gang einfach ein NPC entlang geschlurft und guckt einen vielleicht noch dämlich an oder irgendwie sowas. Also das wäre für mich der Horror. Ja, das wäre ein dämliches Gefühl. Die Tür lässt sich nicht öffnen. So. Jetzt überlegen wir weiter. Momentan ist hier im Krankenhaus relativ wenig los. Unerforschter Bereich. Genauso wie in einem Raum darunter. Zimmer 301 haben wir jetzt auch kennengelernt. Was jetzt noch interessant wäre, wäre eigentlich das Erdgeschoss. Wir sind... Da war übrigens wieder ein Schatten. Aber egal. Wir sind ja relativ schnell... Ja, es geht auch nicht weiter hoch. Wir sind ja relativ schnell abgehauen. Von unten. Nachdem wir die Krankenschwester gesehen hatten. Aber prinzipiell gab es dort unten ja noch mehr Räume. Und auch die Eingangshalle und so weiter und so fort. Wir hatten ja auch noch gar nicht geguckt. Vielleicht kann man ja hier einfach so aus dem Krankenhaus herausgehen. Ist zwar auf eine gewisse Art und Weise relativ unwahrscheinlich, aber auch nicht hundertprozentig abwegig. Und dann gibt es dann natürlich auch noch den Keller. Auch nicht unbedingt ein Ort, den ich so ohne weiteres
untersuchen möchte eigentlich. Aber na gut. So, unerforschter Bereich, unerforschter Bereich. Das sind Küchen. Das hier unten sind wahrscheinlich... Ja, das müssen ja die Toiletten sein. Finde ich relativ seltsam, dass mir die Toiletten hier ausgerechnet im Erdgeschoss unter Umständen untersuchen kann. Aber na gut. So. So weit waren wir jetzt tatsächlich noch nicht gekommen. Bislang. Eingangsbereich. Eingangsbereich, Eingangsbereich. Hier ist wieder eine schöne kleine schwarze Miezetatze zum Speichern und Liebhaben. Oh. Und der Raum hier ist offen. Interessant. Das sind Dokumente, die an ein anderes Krankenhaus geschickt werden sollten. Ja, dann. Briefumschlag und zack, ab dafür. Wir geben es auch freiwillig ab. Spart sich das Krankenhaus. Des Porto. Sofern sie uns denn lassen. Wäre irgendwie ganz nett. Nee. Jede Menge Schränke mal wieder. Alle leer. Zumindest mutet es so an. Ich weiß es übrigens nicht. Die Taschenlampe flackert die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob das spielbedingt ist oder ob das tatsächlich daran liegt, dass die Batterien in meiner Wii-Fernbedienung fast leer sind. Was eine extrem coole Sache wäre, offen gesagt, wenn das darauf reagieren würde. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Als ich das Spiel angefangen hatte zu Let's Playen, da hatte die Taschenlampe wenig bis gar keine Schwierigkeiten gemacht. Diese Pflanze ist vertrocknet. Und jetzt so nach weiterem Voranschreiten und so weiter? Oh, hat jemand wieder irgendwas hingekritzelt? Ich kann es nicht übersetzen. Unter Umständen soll es gruselig sein oder so. Ich habe keinen Schimmer. Düppi. Nichts zum Untersuchen für Rin. Sie hat einfach kein Interesse daran. Nichts zum Untersuchen führen. Dabei sind das teilweise so Gegenstände, wo man sich auch so denkt, das müsste doch eigentlich Bestandteil irgendeines coolen Rätsels oder irgendwie sowas sein. Aber eher nein. Hier ist absolut nix. Ah, guck mal, hier ist noch großer Schreibtisch, ja. Aha. Laptop. Nö. Eine Liste mit Büroverfahrensweisen. Was auch immer das bedeutet. Schön. Mensch. Hat ja gelohnt, dieses Büro unter die Lupe zu nehmen. Okay. Gut. Das war ein schrecklich ereignisarmer Part. Die ganze Zeit die Anspannung da. Es muss gleich was passieren. Aber nix. Es hat sich eigentlich nix ergeben. Wir haben bis auf die eine Memo da nichts Besonderes gefunden. Na gut, okay. Aber dafür haben wir uns weiter im Krankenhaus umgeguckt und können uns jetzt noch ein bisschen besser hier orientieren. Hat ja immerhin auch irgendwie seine Vorteile. Mal gucken, ob wir beim nächsten Mal irgendetwas Spannendes finden. Man darf gespannt sein. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder ein bisschen tschö mit Ö. Ein bisschen tschö mit Ö vor allem. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.